So, Mahlzeit alle zusammen, hier ist wieder Tom. Wie ihr seht, mache ich mittlerweile richtig Kohle. Und zwar richtig viel Kohle. Ich habe hier über 6 Quadrillionen an Engeln. Habe jetzt schon wieder innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Stunden über 235 Trillionen zusammengekratzt, sage ich mal. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr so einfach, hier Sachen zu kaufen. Klar, das wird sich jetzt alles hinziehen. Ich mache hier auf der Erde weniger Kohle als auf dem Mond zum Beispiel. Das ist mir auch gefallen, da wechseln wir auch gleich mal hin. Ich werde mal gucken, was kann ich denn hier kaufen. Ich würde natürlich gerne alles auf 700 bringen, aber komischerweise sind, ich verstehe auch nicht, warum sind, Entschuldigung, Sachen, die weniger Kohle bringen, teilweise teurer in Investitionen als Sachen, die mehr Kohle bringen. Ja, ich habe schon 900, fast 1000 jetzt, wo ich es gekauft habe, fast 1000 Ölbohrfirmen oder Ölbohrplattformen oder wie auch immer man das nennen will. Aber kann mir einfach die verdammten Zeitungen nicht leisten hier. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt mal im Ernst. Aber ich werde noch nicht zurücksetzen. Ich warte bis hier wieder, was habe ich gestern? Ich glaube, gestern waren es 1,5 Quadrillionen. Da warte ich auch wieder, weil das lohnt sich natürlich. Man muss ja nicht jede Stunde hier seine Engel einsammeln. Da kommt auch noch Kohle aus. Dann gehen wir mal auf den Mars. So, war hier 47 Minuten nicht drin. Ich mach mal die Musik an. So, und hier ist es so, diese komischen, was auch immer das sind hier, wie ist denn das? Terraformer. Ja, die sind natürlich unheimlich teuer und das dauert ewig und 10 Jahre, bis man hier die Dinger gekauft hat. So, jetzt habe ich hier zwar, kriege ich mehr Profit, aber es dauert 6 Stunden, bis ich den Profit einsammeln kann. Eigentlich wollte ich mal das Deploy zeigen, aber da klickt man einfach rauf alle 3 Stunden und da kriegt man halt für 30 Sekunden den doppelten Gewinn. Hier habe ich. Naja, und nicht so viele Engel, weil man einfach auch nicht hier so viel verdient. Also ich verdiene hier natürlich insgesamt weniger als auf der Erde oder auf dem Mond, aber ich würde empfehlen, so alle 1-2 Tage wirklich die Engel einzusammeln und dann von vorne anzufangen. Dann geht der ganze Quatsch natürlich auch ein bisschen schneller hier. Wir gucken mal, was ich jetzt kaufen kann. Ich versuche es hier noch auf 300 zu bringen. Schaffe ich natürlich nicht. Hier vielleicht ein bisschen auf 400, schaffe ich auch nicht. Und hier, das wird nichts. Ja, das sieht jedenfalls so aus. Also hier kämpfe ich wirklich richtig lange schon, wenn man bedenkt, dass ich hier vorher, also irgendwie ein paar Stunden vorher angefangen habe, bevor ich auf dem Mond war. Und wir gehen jetzt mal auf den Mond, gucken uns das da mal an. Ja, Septendezillion, keine Ahnung, was das in Deutsch wäre, oder auf Deutsch wäre, denn wir haben ja, ich mache auch hier die Musik an, für mich mache ich die mal aus, weil es eh mal dasselbe Lied. Auf Deutsch wäre es ja was anderes, weil was bei denen eine Billion ist, ist ja bei uns eine Milliarde und so weiter. Wir haben natürlich unheimlich viele. Hier habe ich schon 6 Trillionen an Engeln. Upgrades, apropos, da könnte ich glaube ich schon wieder welche kaufen. Ne, noch nicht. Kommen hier überhaupt noch welche? Ich glaube, wir kommen gar keine mehr. Das könnte ich nur noch hier durch das Opfern der Engel, glaube ich, erhöhen. So, schauen wir mal. Hier ist natürlich auch schwierig, dass diese Laserfarm. Die bringt im Moment natürlich mehr, aber das dauert ewig, bis man sich die mal kaufen kann hier. Jetzt mal um 600, soweit es geht. Obwohl, man sollte natürlich immer dafür sorgen, dass sich der Profit auch erhöht. So, mal jetzt hier, blapp, 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 600. Ja, am lukrativsten ist bisher auf jeden Fall der Mond. Das muss ich mal sagen. Ah, scheiße. Hier auch. Diese scheiß, was ist das, Raketen-Transportdinger und so, die bringen eigentlich kaum Kohle. Da frage ich mich natürlich, warum sind die so extrem teuer? So, ich glaube, das schaffe ich auch nicht. Sind jedenfalls teurer als hier diese Sauerstoffbar. Und damit mache ich viel mehr Geld. Viel mehr, weitaus mehr Geld. So, hier haben wir das auch erhöht. Und die Werwölfe, die bringen auch mehr Kohle und die kosten auch weniger. Ich verstehe das nicht. Also das System habe ich noch nicht ganz verstanden, warum. Sachen, die weniger lukrativ sind, mehr kosten als Sachen, die viel mehr Geld anbringen. Kann ich erklären, aber ist halt so. So, vielleicht schaffen wir hier auch noch, was auch immer das war jetzt. Keine Ahnung. So, Smack and Stairs, Septentrionär. Alles klar, Upgrades. Was für Upgrades kann ich denn kaufen? Gut, kann ich machen, ist egal, gibt es halt ein bisschen mehr Profit. So viel mehr wird es ja dann auch nicht sein. Das wäre es eigentlich gewesen. Ich wollte nur mal zeigen, wie, das waren jetzt 2 Tage, glaube ich, wie schnell man da doch tatsächlich zu Kohle kommen kann.
Und ich kaufe auch die Upgrades. Ich habe jetzt blöderweise einige Millionen bzw. Milliarden Engel ausgegeben für was habe ich denn da gekauft gehabt? Das war hier bei den Angel Upgrades. Anstatt die Profit-Upgrade zu kaufen, habe ich einfach die Upgrades gekauft für Farmen. Also ich habe da 25 Millionen ausgegeben. Ich nenne es jetzt mal Farmen. Ich habe da 25 Millionen ausgegeben, nur um 10 Farmen dafür zu bekommen. Ich habe also nur 10 Farmen dafür zu bekommen. Wahrscheinlich ist das dafür gedacht, wenn man die Kohle nicht reicht, dass man halt das ausgeben kann, um halt noch 10 dazu zu bekommen. Aber ich finde das unsinnig, so viel Engel auszugeben für so wenig. Oh, hier kann ich schon wieder einen Upgrade kaufen. Moon Express, so ein Scheiß, ey. Also so viel Engel auszugeben für einfach nur 10 Farmen, ja, das würde ich höchstens machen, ja, bei den Werwölfen oder so. Aber eigentlich würde ich das eher hier unten bei der Laserfabrik machen, weil da lohnt sich das wohl eher. So, das wäre es jedenfalls erstmal gewesen. So sieht's aus. Immer schön Engel spendieren. Ich würde das so alle ein, zwei Tage machen. Ich lasse das jetzt bestimmt mal so 3 Tage erstmal so laufen. Und ja, wenn es mal richtig Kohle gibt, vielleicht, ich glaube demnächst steht ja auch noch ein Event an, dann zeige ich das nochmal. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren, abonnieren. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken. Also, bis dann, ciao.